Guten Morgen. Wir sind hier ein dänisches Fernsehen leise machen. Wir sind gestern angekommen. Unser zweiter Aufenthaltsort ist in der Nähe von Imperia. Achso, Sarah sagt, meine Haare sehen komisch aus. Aber das lässt sich beheben. So, ich zeige euch mal ernsthaft, wie es hier aussieht. Eigentlich ist es nämlich ganz schön. Also. Da ist das Meer. Hier unten ist ein schöner Garten. Da können wir essen. Da geht's rein in unsere Ferienwohnung. Das ist sowas wie ein Wohnzimmerchenchen. Essplatz. Sitzgruppe. Ja, es gibt ziemlich viele Mücken. Da müssen wir uns irgendwie mal was einfallen lassen heute. Das ist das Schlafzimmer. Küche. Und jetzt das Kinderzimmer mit Doppelstockbett. So, was machen wir heute? Wir gehen frühstücken und dann ans Meer. Genau. Wir suchen uns jetzt was zu frühstücken und dann gehen wir baden. Wir müssen auf jeden Fall in den nächsten Tagen hier mal ein bisschen ins Hinterland fahren. Weil Imperia ist total dafür bekannt, dass es hier ganz viele Olivenhaine gibt und dass man hier sehr gutes Olivenöl kaufen kann. Und ich will unbedingt Olivenöl mit nach Hause nehmen. So 30, 40 Liter. Wir sind spontan in eine kleine Stadt gefahren, die heißt Albenga. Albenga. Und in Albenga ist dafür bekannt, dass es eine sehr hübsche kleine Altstadt gibt, was auch Tatsache zutrifft. Die Altstadt ist wirklich schön. Und in dieser Altstadt gibt es ganz viele Geschlechtertürme. Es sind 6, 7, 8, 10. 10 Geschlechtertürme. Also Familien haben sich Türme errichten lassen, um zu zeigen, dass sie sehr viel Geld haben. Und zwar, guckt euch das an, das ist wirklich abgefahren. Wir wollen doch jetzt mal rausfinden, ob man nicht zu so einem Turm, ob man da nicht hochklettern kann. Das ist aber die Kirche hier. Ich bin irgendwie immer noch am Überlegen, ob ich das hier besser finde oder schlechter. Auf der einen Seite gibt es hier viel mehr und ich habe vorhin einen schönen Wochenmarkt gesehen. Wir haben eben schon was gegessen, der Strand ist schön. Und auf der anderen Seite ist es alles so viel größer. Also in Imperia hier ist alles dermaßen groß. Hier ist nicht mehr Imperia, hier ist es. Genau, man kriegt nicht mal mit, dass man mit einmal woanders ist. Und Levanto war vorher so gemütlich. Quanti che sorriso? E 4 per 4,50.
So, wir sind jetzt eine halbe Stunde durch Olivenhaine gefahren. Immer wieder bergauf, bergab, auf engen Straßen. Ganz viele Bäume waren rechts und links. Und das war echt toll. Das war das, was wir auch gesucht haben. Solche Ölanlagen, Pressanlagen haben wir jetzt nicht gesehen. Aber macht ja nichts. Dafür haben wir so einen ganz kleinen Mini-Winnie-Laden entdeckt, wo es dieses natürliche Öl, selbstgepresste Öl zu kaufen gibt. Jetzt gehen wir durch den kleinen Ort nochmal spazieren. Jetzt ist der erste Ort nach 30 Minuten. Vorher waren hier wirklich nur... Genau, vorher waren hier wirklich nur Bäume, Olivenbäume. Ja, dann fahren wir gleich wieder runter. Wir haben gestern Abend beschlossen, dass wir einen Ausflug machen. Deswegen haben wir uns heute Morgen ins Auto gesetzt und sind nach Sanremo gefahren. Das ist von unserem Ort, wo wir gerade sind, in Imperia, ungefähr 45 Minuten mit dem Auto über die Autobahn. Wir haben im Reiseführer gelesen, dass es eine total schöne Stadt sein soll. Magnus hat eben schon den ersten Kracher gelandet. Die Gegend, wo wir geparkt haben, hat er eben mit Marzahn-Hellersdorf in Berlin verglichen, was nicht unbedingt die beste Gegend ist. Eine Zeit lang so ein Fingerfood-Trend, ja? Dass Kinder so Fingerfood bekommen haben, um sich von vornherein an Speisen zu gewöhnen. Bei Marta ist es so, die bekommt komplettes Hand- und Faustfood und das ist an. Marta hat eine komplette Pflaume in die Hand bekommen und jetzt kommt wirklich im Ganzen auseinandergerückt. Vorhin hast du eine gegessen, da haben wir den Kern gesucht. Wir sind den Kern in der Dann haben wir ihn gefunden im Wagen. Ja, diesmal waren wir vorsichtig und haben ihn rausgenommen. Es ist wirklich so abgefahren. Wir sind immer noch in Sanremo unterwegs. Und wir haben gelesen, es gibt hier ein Viertel Pigno. Das quasi noch original mittelalterlich erhalten ist. Wie abgefahren ist denn das? Echt krass, ja. Erst hochgelaufen und dann wird man mit diesem wunderschönen Ausblick über Sanremo belohnt. Wir haben endlich einen Weg gefunden, wie wir alle beide transportieren können und nur der Papa schwitzt. Sanremo gibt es zum einen großen Hafen, der da hinten. Und dann ist es so, es gibt einmal eine schöne Altstadt, das ist die, wo wir gerade herkommen, aus der Richtung. Und dann gibt es die neuere Stadt, das ist die nicht ganz so hübsch ist, aber selbst das sieht von oben irgendwie total schön aus, nur nicht so mondän wie alles andere. Aber was wirklich spannend ist, da oben, da, diese Glasdinger, was so grau schimmert, da und da und da und da und da hinten ganz viele, da werden die ganzen Blumen gezüchtet. Das ist ja, wir sind ja an der Blumenriviera, die werden eben viele Blumen gezüchtet und die werden dort oben gezüchtet und dann in der Woche, unter der Woche auf dem Blumenmarkt verkauft. Ich habe ein Blatt gefunden. Das lasse ich jetzt runter. Warte. Und los. Ja, wir schaffen. Peter und ich, wir haben eben beschlossen, wir bauen jetzt ein Papierflugzeug, das wir dann von hier oben runterwerfen können. Okay, gib mir hin. Ich würde sagen, hier fliegt weiter. Sarah, was sagst du? Ja. Okay. Ich will eine Reise. Oh, ich dachte, der fliegt noch weiter. Ja,